Ganz ruhig bleiben. 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 Ganz ruhig bleiben.
Der bewusstlose Person. Der war das. Der war das. Frage noch, mach ganz kurz. Ja, ganz wohl. Okay, Alex, du musst mal zu mir stechen. Dann schaffe ich das Einlage. Warte. Heute die Notfallübung zusammen mit der Deutschen Bundesbahn im Tunnelportal zwischen Schweigheim und Waiblingen-Honagger. Wir haben hier eine Übung veranstaltet, um die Einsatzmaßnahmen in einem Fall so zu koordinieren, dass eben die Feuerwehr Schweigheim zusammen mit der Feuerwehr in Waiblingen auf der anderen Seite des Tunnels hier gemeinsam vorgeht. Und das Ganze dann als Übungsszenario angenommen mit der hier im Hintergrund stehenden S-Bahn, dass diese in einem Kleinband hat am Triebwerk unten und somit in dem Tunnel stecken bleibt. Auch hier war das Übungsziel das Szenario, das wir im Vorfeld anhand einer Einsatzdokumentation erarbeitet haben, dass diese S-Bahn über den Zugführer eine Meldung abgibt an die Leitstelle der Deutschen Bundesbahn, die in Karlsruhe sitzt. Dort wurde der Notruf dann real angenommen mit der Maßgabe, S-Bahn brennend im Tunnel steckt mit Sonntagmorgens ca. 35 Fahrgästen mit einem verletzten Muster von Prellungen. Und dementsprechend wurde dann über die Leitstelle in Karlsruhe die zuständige Leitstelle im Rems-Murr-Kreis in Waiblingen alarmiert, welche dann die Feuerwehr in Schweigheim per digitale Funkmeldeempfänger alarmiert hat. Wir haben hier eine Übung mit insgesamt fast 120 Personen durchgeführt. Es waren im Einzelnen von der Deutschen Bundesbahn
von der Leitstelle, von den Notfallmanagern der Deutschen Bundesbahn, von der S-Bahn Notfallmanager in Stuttgart waren Personen da. Es war des Weiteren da die Feuerwehr Weipigen mit dem für den Remsmoor-Kreis einzigen Durchzugschiene. Das waren Dresinen, wo man dann die Verletzte haben transportieren können, weil das Tunnelportal hinter uns ca. 600 Meter vom Bahnhof entfernt ist. Des Weiteren hat die Feuerwehr Schwalkheim dann den Erstangriff mit Sichtung, Lageerkundung und auch Löschmaßnahmen durchgeführt, welches mittels einer Leitung vom Industriegebiet dann erfolgt wurde. Und des Weiteren wurde dann nachgefordert, die Kräfte von Waiblingen sowie auch dann der Führungsstab des Remsmoor-Kreises, wo dann ein weiteres angedachtes Szenario im Hintergrund weiterlief. Es ist natürlich so, wie es auch gedacht ist, seitens vom Remsmoor-Kreis, von der Gemeinde und auch von der Bundesbahn, wird es peu à peu nach Maßgabe dementsprechend danach alarmiert. Heute war das Ziel, die Konstellation zwischen Bundesbahn, zwischen Feuerwehr, Gemeinde, Kommune, die ja dann auch, wird auch der Herr Bürgermeister Reiser dann noch was dazu sagen, im weiteren Fall, wenn mehrere Verletzte da wären, dass man dann eine Verletzten-Sammelstelle und so weiter einrichtet. Das war heute nur mal angedacht. Wichtig war uns, dass miteinander arbeiten der Bundesbahn, Polizei und Feuerwehr. Gut, zunächst mal war es eine sehr komplexe Übung mit der Deutschen Bahn, der Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz. Also sehr umfangreiche Übung, die auch nicht alltäglich ist. Und ich sehe, dass es sehr gut gelungen ist, die Einsatzkräfte hier miteinander zu bündeln, gemeinsam die Übung zu realisieren. Gut, Fazit war, dass insgesamt alle Einsatzkräfte sehr gut zusammengearbeitet haben. Aber dass es dennoch Sinn macht, weil das eine oder andere aufgetreten ist, dass man dann für den Ernstfall jetzt gleich entsprechend mit vorbereiten kann. Auch wir seitens der Kommune haben auch die entsprechenden Überlegungen angestellt, bei einem größeren Fall, wenn mal bis zu 500 Personen in so einer S-Bahn sitzen, auch entsprechende Räumlichkeiten in der Gemeinde zur Verfügung zu stellen, wie zum Beispiel die naheliegende Gemeindehalle oder dann eben auch das Rathaus, den Sitzungssaal als Einsatzzentrum für die gesamte Übung oder für den Ernstfall dann zum gegebenen Zeit. Auf jeden Fall, die Feuerwehr informiert mich dann bei Großschadensereignissen und so, dass ich dann auch entsprechend selbst der Kommune die notwendigen Maßnahmen mit einleiten kann. Das ist ein Verbindungsfremd, Rettungsdienst und keine Lebensschicht brauchen wir da.